Frenkel Fortset. Heute. Let's Play Euro Truck Simulator 2. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Euro Truck Simulator 2. Immer noch hier auf dem Weg nach London, ihr habt es glaube ich oben vielleicht sehen können. Ich bin ja schon kurz vorm Ziel offensichtlich. Ich habe noch einen Let's-Talk-Vorschlag gehabt. Ich weiß nicht, ob ich da... Ich habe mich da jetzt nicht vorbereitet drauf. Das ist ein bisschen tragisch. Nee, komm, lass mal, den verschieben wir. Ich hatte eben noch den Vorschlag, Spiele damals und heute und wie ich sie mir in der Zukunft vorstelle. Das werde ich ein bisschen vorbereiten. Ja, das mache ich jetzt nicht. Das bereite ich ein bisschen vor. Dann kann ich wenigstens ein bisschen was mit Hand und Fuß erzählen. Befassen wir uns lieber hier nochmal. Habt ihr gesehen? Der Truck, der hatte... Der Tankstellenaufdruck, das ist ein Original, ein authentischer Anhänger. Auflieger. Frenkel, lern's doch endlich mal. Das sind keine Anhänger, das sind Auflieger. Verflucht nochmal. Oh, Tempo 30. Natürlich Miles per Hour. Das müsste ich jetzt umrechnen. Ich bin aber im Umrechnen genauso scheiße wie im Truckfahren. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Das ist mal 1,5 ungefähr, ne? 40, 45, mehr ist das nicht. Scheiße, ey, 30. Da müssen wir doch ein bisschen runter. So, 50 können wir fahren, oder? Hab jetzt ein... Tempomat angeschaltet. Hab den Scheibenwischer ausgeschaltet. Wir sind jetzt in London. Und hier möchte ich mal ein bisschen mich umschauen. Noch sieht man nicht so viel. Mann, ihr Schleichis! Ihr fahrt ja doch km/h. Das ist Miles per Hour. Okay, das erste Mal in London, das weiß ich noch, war ich... Da war ich 16. Das habe ich auch schon mal erzählt, dass ich da mit der Fähre rübergefahren bin. Auch kurz nach einem Ferienunglück, aber nicht, ich weiß nicht mehr, welches das war genau davor. Und da bin ich mit der Fähre rübergefahren, habe ziemlich, war ziemlich seekrank. Das habe ich schon mal irgendwann erzählt. Und da war ich das erste Mal in London mit so einer Jugendgruppe. Und wir haben da bei Gasteltern gewohnt. Das war echt cool damals. Ich wurde auch, da war ich 2 Wochen in England und wurde danach in der Schule in Englisch auch schlagartig besser. Man glaubt nicht, was Drecks 2 Wochen in England ausmachen können. Ich müsste mal wieder 2 Wochen nach England, dann könnte ich auch wieder Englisch. Dann müsste ich nicht auch dauernd Calais sagen. Wobei das ja nicht Englisch ist, das ist ja Französisch. Das weiß ich ja schon gleich gar nicht. Von Französisch habe ich keine Ahnung. Ja, und auch von Tuten und Blasen. Ja, ihr versteht, was ich meine, habe ich auch keine Ahnung. So, jetzt... Das ist ja wieder so eine typisch englische Mauer da, so, ne? Das schaut schon ein bisschen so aus, glaube ich. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier keinen rammen. Ich habe hier ein Stoppschild. Interessiert mich das? Ich muss jetzt hier nach rechts abbiegen. Aha, aha, aha. Da kommen die, Ach, von da kommen ja auch welche. Wartet ihr auf mich? Das ist nett von euch, ihr blöden Wichser. Warte mal. Ich möchte mal kurz in den Bus reingucken. Ich möchte mal schauen, wer da so drin sitzt. Das habe ich schon mal versucht und das hat nicht so geklappt. Halt! Bleib stehen! Ach, Mann! Dreck! Also, wenn ich an Busse denke, dann denke ich immer an Speed. An den Film, nicht an die Drogen. Und Speed, da war ja Sandra Bullock immer mit in dem Bus vorne drin. Und das war ja schon eine geile Schrapnelle, ne? Das muss man ja schon mal so sagen. Das war mal, ich glaube, ihr Männer da draußen, ihr versteht, was ich meine, ne? Das war nicht schlecht, die Sandra, die ja übrigens aus Deutschland kommt und ganz gut Deutsch spricht. Erster Aufenthalt in London. Als 16-Jähriger war ich schon mal da. Genau, da war ich stehen geblieben, das zu erzählen. Und, das war eigentlich richtig cool. Nur das Essen war wirklich so scheiße, wie es immer heißt damals. Also zumindest bei dieser Familie, bei der wir gelebt haben, mit meinem Schulfreund. Das Frühstück war grausam und die Marmelade mit Minze, also es war wirklich zum Brechen. Da muss man schon in ein gutes Restaurant gehen in London, damit man wirklich was Gutes zu futtern kriegt. Oder man geht einfach zu McDonald's. Das schmeckt weltweit gleich. Ich muss sagen, das fasziniert mich irgendwie. Jetzt fahre ich ja immer noch nach Navi. Ist aber auch in Ordnung. Da vorne auf dem Navi oben sieht ja ein graues Fragezeichen. Das heißt, ich kann hier wieder was entdecken. Das ist wahrscheinlich wieder eine Arbeitsagentur. Eine Arbeitsagentur oder eben ein Truckhändler. Und ich möchte meine Tour in dieser Folge hier zu Ende führen. Dann kann ich vielleicht die Mone überreden, mal die nächste Tour komplett alleine zu fahren. Aber noch nicht verraten, ja? Ich muss sie irgendwie überreden. Ich weiß noch nicht genau wie. Zur Not muss ich sie einfach wieder mal bewusstlos schlagen und einfach ins Cockpit zerren. So mache ich das ja immer.
normalerweise. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich möchte da ein bisschen was entdecken hier. Sehenswürdigkeiten hätte ich gerne. Aha, aha. Ah, das ist schon immer irgendwie die beste Sicht hier. So, sieht man hier irgendwas, was man kennt? Das da hinten? Oh Gott, was ist das denn hier? Also ich möchte jetzt nicht gleich zum Fahrtziel fahren. Ich habe auch noch ein bisschen Zeit. Ich bin wirklich sehr gut in der Zeit. Ich habe noch wie lange Zeit? Oh, doch gar nicht mehr so lange. Nur noch 2 Stunden. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Was ist das da hinten? Das ist irgendwie ein Satellitenteil oder was? Moment, ich muss links fahren. Ich schleiche hier wieder rum. Gibt es hier keine Wahrzeichen oder so? Leute! Was? Ich habe eine Arbeitsagentur entdeckt. Das ist mir doch scheißegal! Ich möchte was anderes entdecken! Was weiß ich, Madame Tussauds, da war ich dann mit 16 auch das erste Mal und übrigens auch das einzige Mal. Komm, jetzt fahren wir hier erstmal hier lang. Da oben ist noch ein graues Fragezeichen. Madame Tussauds, das weiß ich noch, da habe ich ein Foto von mir mal machen lassen. Das habe ich auch noch irgendwo. Da habe ich mich neben Mr. T gestellt. Da war ich so erschüttert, dass Mr. T so klein ist. Also wenn der 1:1 nachgebildet ist, der ist, ich habe mir den immer größer vorgestellt. Aber der ist kleiner als ich. Das ist, das war die Arbeitsagentur. Das war erschütternd, ja. Der ist vielleicht mal allerhöchstens 1,80. Allerhöchstens. Wenn es, wie gesagt, 1:1 nachgebildet ist. Hier kann ich auch nicht links. Ich möchte hier irgendeine Sehenswürdigkeit sehen. Ach, Manno, wenigstens eine. Wenn ich hier schon mal in London bin, deswegen bin ich hierher gefahren. Da haben wir auch ein Fragezeichen wieder. Das ist jetzt wohl ein Truckhändler dann. Warte mal, da links kann ich auch nicht abbiegen. Ist doch scheiße, ey. Ja, das ist ein Truckhändler. Welcher ist das? Das wird es mir gleich sagen, das Programm wahrscheinlich. Hallo? Welches? Truckhändler? Hallo? Wisst ihr was? Ich fahre da mal schnell hin. Ein Volvo-Händler. Jetzt ist die Frage, kann ich bei einem Volvo-Händler... Nee, kann ich nicht, ne? Da muss ich eine Werkstatt aufsuchen. Da hinten ist die Werkstatt. Meinen Truck ein bisschen pimpen, das wollte ich noch machen. Ich habe nur 4.300 Euro noch. Oh Mann, da ging ein bisschen was drauf für Maut und so weiter, glaube ich. Und tanken natürlich vor allen Dingen. So, komm. Ich möchte einen Bling-Bling-Truck. Ich möchte ein paar Lichter anbauen, wenn das geht. Das machen wir jetzt mal hier. Wartung und Reparatur. Scheiße, reparieren muss ich ihn auch, ne? 300... Nein, das geht ja noch. Das geht ja noch. Das war okay. Ja. Lackierung brauchen wir nicht. So. Fahrwerk ist erstmal für den Arsch. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Interieur ist auch noch interessant, aber das machen wir später. Zubehör. Und was wollte ich? Zubehör. Das hier wollte ich, glaube ich. Das ist das Richtige. Oder nee, das ist innen. Das brauchen wir nicht. Außen brauchen wir. Genau. Lampenbügel. Rundumleuchte. Also, wir machen jetzt erstmal ein paar Lampen hier hin. Das wäre doch gelacht, wenn wir uns da nicht was leisten könnten. Hoffe ich. Was haben wir denn da? Klarglas, Chromblau. Heller Fernlicht, LED, Chrom. Scheiße, wenn ich wüsste, was das alles ist. Ah, wartet mal. Das ist eine Rundumleuchte. Ein Screamer. Oh Gott, ich kann mich nicht entscheiden, ey. Lumen, das ist auch Licht, oder? Lumen. Lumen, Chrom. Thunder! Wenn ich wüsste, was das alles ist, verflucht nochmal. Ich kenne mich doch nicht aus. Gelb. Blau ist geil, oder? Kann ich das da hinbauen? Und da drüben auch noch eins, oder geht das nicht? Ah, das geht tatsächlich. Blau ist ja nicht schlecht. Das tun wir mal in den Warenkorb. Viel kann ich mir ja leider nicht kaufen hier, verflucht nochmal. Was geht hier noch? So eine Rundumleuchte oder sowas. Wie geht das denn? Was ist denn hier eine Rundumleuchte? Ne, das ist Lampenbügel. Das ist ja völlig für den Arsch. Moment, da hinten glaube ich, oder? Erst ab 12 verfügbar. Scheiße. Der Lampenbügel, den habe ich ja schon. Ja, die blauen habe ich schon. Dann machen wir hier noch 2 gelbe hin, oder? Wenn das geht. Moment. Ist das hier gelb? Nö. Das hier ist gelb. Ja, das wollen wir. Nee, doch nicht an der Stelle. Da will ich doch das Blaue. Und da habe ich das Gelbe. Hier will ich das Gelbe. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hier. Ich glaube, da geht nur eins. Der Slot ist belegt hier. Das ist der hier nämlich. Genau, das heißt, den hier muss ich hier hin machen. Gelb. Und hier noch einen gelben.
So, Gesamtpreis 3880. Oh, das geht aber gerade so auf, meine Freunde. Hier, Warenkorb. Bestellen. Hurra! Ist das nicht toll? Aber es ist noch Platz genug für andere Sachen. Das werde ich dann irgendwann mal machen. Jetzt werde ich mal gucken, dass ich hier wieder einigermaßen unfallfrei rauskomme. So, ein bisschen, Hallo, nicht so weit, Frenkel. Komm, wir fahren einfach so raus. Das geht auch. Das geht viel besser, glaube ich. So, ich habe immer noch keine Sehenswürdigkeit gesehen in London. Verscheißte Dreckskacke. Wie viel Uhr haben wir? 22 Uhr. Noch, nach wie vor. So, da raus. Oh, das schaukelt. Wisst ihr, was das ist? Das ist, glaube ich, die Realistic Physics Mod. Könnt ihr auch unten in der Videobeschreibung nachlesen. Das fühlt sich so ein bisschen LKW-iger jetzt an, finde ich. Weil das jetzt gerade so geschaukelt hat. Was haben wir denn hier? Das ist auch nur ein Hof. Das ist da vorne links. Das muss ich mir auch noch angucken, wenn ich da... Was? Ach, scheiße. Ich muss links fahren. Sag doch mal. Oh, ich habe nur noch 18 Euro. Jetzt wird's aber langsam eng. Kann ich da vorne links fahren? Geht das? Scheiße, rot. Weil da vorne, da auf dem Navi, das sind so komische Zeichen. Was bedeutet das denn? FedEx. Ach, das ist eine Firma. Okay. Nee, das interessiert mich jetzt eigentlich doch nicht. Ich dachte, es wäre eine Sehenswürdigkeit. Sehe ich hier vielleicht irgendwo mal eine Sehenswürdigkeit? Das kann doch nicht wahr sein hier. Scheiße, ich habe so angehalten, dass ich die Drecksampel nicht sehe. Ah, da vorne ist noch eine. Extra für LKW-Fahrer wahrscheinlich. Wird ja kaum für Fußgänger sein. Und jetzt muss ich bitte beim Abbiegen wieder bedenken, ne, ich muss auf die linke Spur. Hä? Darf ich da jetzt nicht? Doch, das ist nur für Geradausfahrer. Was ist da vorne hier? Das sind fette Hochhäuser. Ist das irgendwie typisch für London? Also, ich weiß nicht. London-Flair mag hier nicht aufkommen, muss ich gestehen. Also, das ist verbesserungswürdig. Gibt es eigentlich auch eine Mod für, dass man irgendwie ein bisschen mehr London als London sieht oder so? Jetzt fahren wir da vorne nochmal durch den lustigen Kreisverkehr. Ich habe nichts gesehen. Vielleicht habe ich es auch übersehen. Also nichts mit Tower Bridge oder so. Das ist ein bisschen enttäuschend. Vielleicht bin ich auch einfach an der falschen Stelle. Kann natürlich auch sein. Ich muss ja jetzt auch langsam abliefern. Was ist hier? Da geht es auch nicht weiter. Sie haben Post! Wie kann ich jetzt wieder die Post nachschauen? Das habe ich völlig vergessen. Sie haben Ihr Konto überzogen. Oh. Du Arschloch. Kredit will ich nicht. Ach so, gebührenfrei. Ja, das machen wir doch, du blöder Penner. Scheiß Blutsauger von der Bank, ey. Wo gibt's denn sowas? Einen gebührenfreien Rabatt, Kredit. Das ist auch unrealistisch. Und ich dachte, das wäre ein Simulator. Tja, ich bin in London. Ich habe nichts entdeckt, was irgendwie ein bisschen London-typisch wäre. Ich weiß jetzt das Gebäude da hinten vielleicht. Wo muss ich denn jetzt abbiegen? Jetzt brauche ich doch mal die Detailaufnahme. Dann liefern wir jetzt halt ab. Ich muss da rechts abbiegen, ne? Da rein. Genau, und dann versuche ich die Mone zu überreden, in der nächsten Folge mal eine ganze Tour zu fahren. Das kam auch ein ums andere Mal als Vorschlag von euch. Das mache ich, ja. Ich glaube, ich krieg's sie rum. Ich krieg's sie rum. Vielleicht könnt ihr sie ja auch, wenn ihr sie ganz lieb grüßt hier unter dieser Folge, vielleicht könnt ihr sie dann auch ein bisschen überzeugen. Macht das doch mal. Schleimt euch doch mal ein bisschen ein. So wie das YouTuber bei Frauen immer machen. Einfach mal ein bisschen einschleimen. So, jetzt parken wir hier ein und danach machen wir Feierabend für heute. Ich bin sogar fast unfallfrei angekommen. Wahnsinn. So, da haben wir Platz zum Einparken. Das ist menschlich. Aber es ist egal. Ich parke mittlerweile überall ein. Ich bin der Einparkgott. Fahren ohne Licht. Okay. Toll. Toll. Das hat sich ja wieder mal ganz toll gelohnt hier. Scheiße. Mann. Fahren ohne Licht. Naja, das kommt davon, wenn man dauernd labbert. Labbert, labbert, labbert. So, komm, mach dich gerade, Junge. Jetzt sind wir ziemlich weit weg von der Einparkbucht. Aber das kriegen wir schon hin. Ich darf nur nicht zu schnell fahren, zu schnell rückwärts fahren. Dann knickt der Hänger nämlich ab und das ist nicht so gut. Wenn er abknickt, dann
verliert man die Kontrolle. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine mit dem Abklicken. So, zurück. Mann, ich bin sowas von unschön. Und hier ist Lärm ohne Ende. Was ist denn hier los? Ist das eine Fabrik oder was? So, und jetzt nochmal nach links ein bisschen. Ich habe immer noch kein Lenkrad, auch weil die Frage immer wieder kommt. Nein, ich habe immer noch kein Lenkrad. Ich hadere immer noch mit mir. Ich weiß nicht, ob ich mir eins besorgen soll. So, das muss reichen hier von der Genauigkeit. Jetzt habe ich meinen Motor abgewürgt. Zack und drin! So, ausgezeichnet, sagt er. Level 10 und jetzt Level 11 gleich. Und auf dem fast dem halben Weg zu Level 12. Sehr schön. So, wir sind am Ende dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst mir ein Like da. Was machen wir denn jetzt hier? Zerbrechliche Fracht ist das mit den Autotransporten. Das nehmen wir. Als nächstes. Sie haben Post. Schon wieder. Ja, das weiß ich. Ja, ich speichere an dieser Stelle. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, wäre es schön, wenn ihr mir ein Like da lasst. Das nächste Mal für die nächste Folge oder für die nächsten Folgen werde ich versuchen, Mone zu verpflichten. Ich glaube, es wird mir gelingen. Und dann ist sie wieder mit von der Partie. Und dann kann sie mal eine komplette Tour fahren. Ich speichere jetzt einfach mal hier in London und suche dann noch einen neuen Auftrag raus. Wenn Mone mit an Bord ist. Ich sag ciao, bye bye, bis zur nächsten Episode.